Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Hello Charlotte, Episode 3. So, wir schauen uns noch ein bisschen weiter um. Das TV-Zimmer sieht aber eigentlich unverändert aus, aber jemand hatte noch in den Kommentaren geschrieben, dass was passiert, wenn ich die Fernbedienung anklicke. Oh, tatsächlich, Fernsehen schauen, ja. Keiner versteht dich? Hast du es schwer, mit Worten umzugehen? Wir haben eine Lösung. Link verbindet eure Geister sofort. Sag Nein zu Missverständnissen. Wow, das ist so klein. Oh Gott. Blablabla. Es gibt halt viele, viele, viele sehr schlimme Nebenwirkungen. Oh je. Oh, es gibt Gehirnschäden, Paralyse des Körpers, Halluzinationen, man schwitzt besonders. Aber natürlich sind sie für all diese Nebenwirkungen nicht verantwortlich zu machen. Okay. Wir schauen ein bisschen, ob sich irgendwo was verändert hat. Das sieht gleich aus. Sieht auch gleich aus. Wo war nochmal der Weg nach draußen? Das ist noch die Küche. Wir schauen mal kurz hier drüben. Ach so, oh Mann. Nee, wo war das hier? Ah, ich muss noch etwas Zeit... Nö, halt. Ich muss noch ein bisschen Zeit killen, sagt sie gerade. Irgendwie verwechsle ich immer diese beiden Seiten. Ach ja, hier war der... Was? Ich kann mich gerade nicht mehr bewegen. So, sorry, ich habe eben einen kleinen Cut gemacht, weil ein Fenster eingeblendet wurde, weil ich was installieren wollte an meinem Computer. So. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einfach doch hier rüber. Ich kann ja mal einmal schauen, ob was anderes hier drin ist. Nö. Da wird wieder das Gleiche angezeigt, dass es symmetrisch angeordnet wäre. Und auch hier ist wieder nichts Interessantes, also gehen wir mal einfach. Ah, hi Bennett. Sorry, keine Zeit zu reden. Meine liebste Fernsehshow beginnt in einer Stunde und ich habe noch nicht meine Aufgaben erledigt. Oh. Wieso gehe ich nicht später ins Fernsehzimmer? Oh, okay. Was ist hier denn los? Du solltest besser gehen, bevor du vergiftet wirst. Oh, Moment. Ich gehe tatsächlich einmal kurz raus und speichere mal, weil ich weiß nicht, ob wir tatsächlich da drin sterben können, wenn wir zu lange da rumrennen. Oder vielleicht, wenn ich in sowas reinrenne? Nee, da scheint nichts zu passieren. Ich habe eine Theorie, dass diese Dornen möglicherweise das giftige Gas ausgesetzt haben. Aha. Oh, hi Huxley. Ich bin nicht Huxley. Ich bin die Roboterversion von Huxley, die spezifisch dafür designt wurde, mit nervigen Kindern wie dir zu sprechen. Puppeneinheit. Nein, unmöglich! Huxley baut jetzt also auch Roboter? Nein, Florence war das. Aber er hat, wie nennt man, die ganze Anerkennung bekommen. Das ist aber geheime Information. Ich wusste es. Bitte sag mir, wie man Eiscreme herstellt. Aber klar. Willst du vielleicht im Schrank der Küche leben, nur im Fall, dass ich dich mal dringend brauche? Aber klar. Hey, wirst du einfach zu jeder sinnlosen Sache zustimmen, um die ich dich bitte? Mir wurde befohlen, dass ich jeder Bitte von dir nachkommen soll, wenn es nicht beinhaltet, dass du Huxleys Arbeit unterbrichst. Oh, könntest du diesen Mitarbeiter hier für mich umbringen? Aber klar. Okay, der Kopf des Arbeiters explodiert. Gesagt, getan. Wow, du bist der beste Huxley ever. Tut mir leid, Archibald. Pech gehabt. Oh mein Gott, er blutet ja Öl? Wie viele dieser Arbeiter sind in Wirklichkeit Androiden? 5 insgesamt, jetzt nur noch 4. Cool. Also, dann wette ich auf Baldwin und Goodwin. Sie sind einfach zu user-friendly, also nutzerfreundlich, um wahr zu sein. Habt ihr nach uns gerufen, Miss Wiltshire? Oh ja. Ich meine, nein. Sofort Operation abbrechen. Oh. Sie gehen im nächsten Moment und verlieren völlig das Interesse an mir. Siehst du, Robo Huxley? Sie sind so umsichtig, es tut ihnen sogar leid, wenn sie keine Zeit mit mir verbringen dürfen. Keine organische Lebensform würde das tun. Also eigentlich kann Seife das Gefühl auslösen von Euphorie und Zuneigung.
Nur zum kleinen Preis des... Was? Oh Gott, hat Huxley etwa auch eine Werbefunktion installiert? Okay, du bist jetzt nutzlos und ich gehe. Wir haben bereits 6 Fernseher dafür. Es sind 5. 1 ist eine Mikrowelle. Naja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Puppeneinheit. Ist doch irgendwie geil. Oh Mann, es tut mir so leid, ich bin daran schuld. Diese Gegend dürfen Sie nicht betreten. Wir arbeiten immer noch, oder wir haben immer noch zu tun mit den Konsequenzen des Gaslecks. Geh weg. Bam, bam, bam. Oh, da dürfen wir auch nicht hin. Und was ist hier? Hey, stirb hier nicht. Wir wollen nicht noch mehr Arbeit haben. Oh, okay, da komme ich nicht lang. Also sie sagt dann nicht mal was, wenn ich da drücke. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier links rein. Aber ich speichere nochmal. Wir wissen ja, man kann hier sehr schnell sterben in Hello Charlotte. Vor allem auf sehr unerwartete Art und Weise. Hey, Honecker? Ah, scheint, als wäre er nicht hier. Vielleicht kann ich ja etwas Interessantes entdecken, während er fort ist. Der Computer funktioniert. Da sind ein paar Forschungsakten auf dem Desktop. Ich glaube, wir hatten doch schon mal geguckt, oder? Nee, haben wir nicht. Das Eis-Nein hatten wir nur durchgelesen. Aber diesmal steht hier, glaube ich, etwas mehr, oder? Das Orakel und Gedankenkontrolle. MacCats als Krankheitsträger. Eis-Nein. Ah, Honecker, Honecker, kennst du denn nicht die Regeln? Du willst nicht spielen? Ich zerstöre deine Forschung. Nein! Oh, gut, ich lasse es erstmal so. Oh nein, ich weiß nicht, was das bewirkt, wenn ich es zerstöre. Ah, ich hasse sowas, ich speichere mal. Tja, ich weiß nicht, ob wir noch mehr finden müssen. Vielleicht jetzt hier durchgehen? Okay, ist leider zugesperrt. Das hatten wir alles schon. Vielleicht mussten wir auch nur das am Computer finden. Ich möchte es eigentlich nicht zerstören. Ich guck mal, ob es einen sofortigen Effekt hat, wenn wir es zerstören, okay? Ach, es geht gar nicht. Oh, okay, es ist vorbei. Wir haben uns entschieden, dass wir es nicht zerstören, also zerstören wir es auch nicht. Okay, und hier können wir immer noch nicht rein. Ich gehe noch mal ins TV-Zimmer, ob da jetzt was passiert ist, weil sie hatte das ja gesagt. Oh, tatsächlich, sie bewegt sich von selber. Plötzlich habe ich das Verlangen, etwas zu zerstören. Oh mein Gott. Ja, das machen wir jetzt mal. Ah, nun fühle ich mich viel besser. Nun muss Ben keine weitere Zeit daran vergeuden, endlose Staffeln massenproduzierten kommerziellen Mülls zu konsumieren. Oh, no fun allowed, haben wir als Achievement erhalten. Cool. Aiden sollte dieses Durcheinander aufräumen. Okay, damit haben wir unsere Fernseher jetzt leider zerstört. Das war's dann. Und wieder vergesse ich. Nee, hier lang, ne? Genau, hier und dann da und dann mal gucken, ob wir jetzt rauskommen. Ja, wir kommen jetzt raus. Tja, weiß ich nicht. Vielleicht hätten wir auch einfach nur ein Achievement dafür bekommen, wenn wir die Daten gelöscht hätten auf dem Computer. Aber ich möchte die eigentlich nicht löschen. Tür ist versperrt. Okay. Also wir können wieder nur zum Aufzug. Initiiere Augenscan. Augenscan. Erfolgreich. Zu 2F bitte. Natürlich. War 2F dann auch wieder der Weg zur Schule? Ziel erreicht. Okay, dann mal hier durch. Ja, tatsächlich, wir sind wieder hier. Okay, das ist auch wieder das Gleiche, was sie hier sagt. Okay, wir holen uns wieder ein Zitat. Wir haben die Macht, Nachbarn dazu zu zwingen, um Vergebung zu flehen. Nee, nicht Vergebung, Mercy ist eher so Mitgefühl. Ja. Okay, hier ist nichts weiter. Ach so, da steht sogar, die Stadt ist an die Wand gemalt worden. Okay, das ist ein bisschen creepy, sich dessen bewusst zu sein. Wir springen mal nach unten in der Hoffnung zu überleben. Ist alles gut gegangen? Ja, da wären wir wieder. Und hier ist auch... Ach, das ist so süß, Lottie, irgendwie. Ich mag diesen Spitznamen.
Oh, guten Morgen. Bald wird die Glocke erklingen. Lass uns schnell in den Unterricht gehen. Oh, heute habe ich irgendwie keine Lust. Willst du mit mir schwänzen? Das sollten wir nicht tun. Wir könnten rausgeschmissen werden. Wen interessiert das? Das ist doch nichts Schlimmes. Ja, du kommst ja wahrscheinlich damit durch, aber was ist mit... Hä? Huh? Ach, nein, ist nichts. Kommst du nun mit mir oder nicht? Diese Wahl wird Konsequenzen haben. Ja, Andri kommt mit. Yay! Oh, wo wir schon dabei sind. Kauf mir was zu essen, okay? Es ist sowieso ziemlich langweilig, mit dir abzuhängen. Klar, tut mir leid. Dann lass uns in die Kantine gehen. Oh Mann, mir tut Andri hier so super leid. Das ist wie eine verkehrte Welt. Okay, das ist ja... Oh, jetzt kommen wir hier rein. Oh, das hatte ich eben irgendwie gar nicht erwartet. Okay, hier sind verschiedene medizinische Berichte, nehme ich an, auf dem Tisch. Eine kleine Lampe. Hier ist halt ein Bett. Ah, hinter diesem Vorhang schläft jemand. Und da auch? Das ist ein Augentest. Da schneide ich nie gut ab. Ein überraschend sauberes Waschbecken. Und da ist ein Erste-Hilfe-Kasten im Schrank. Ja. Okay, dann gucken wir natürlich bei allem. Der Garten. Oh, hier sind auch welche gestorben. Vielleicht wollten diese Menschen einfach nur mit den... Ah, wie heißen die auf Deutsch? Diese halbdurchsichtigen Quallen, glaube ich, ne? Mit diesen Quallen schwimmen. In letzter Zeit gibt es wirklich viele Selbstmorde. Ja, die werden ja auch unterstützt von der White Society. Weniger Jugendliche, die sich einen Kopf machen müssen um ihr Leben. Das wollen wir aber nicht. Okay, die Quallen schwimmen umher, ihrer Umgebung nicht bewusst. So. Wow, wie hübsch. Ups, da oben. Der Baum sieht nicht so hübsch aus. Da haben sich welche erhängt. Oh, das ist dieser berühmte Ort für Pärchen. Oh, ist das so? Ich komme gerne alleine hierher. Ich glaube, sonst können wir hier... Ah, nee. Die gelben Blumen blühen. Dieser Ort wurde gestaltet für romantische Spaziergänge. Ich habe gehört, dass das Geld für die Renovation dieses... dieses Ortes gesammelt wurde von der White Society. Ist das wahr, Lotti? Ja. Scheinbar kann man menschliche Körperteile zu sehr hohen Preisen verkaufen. Okay. Sehr schön. Es ist super krank hier alles in dieser Version. Und, oh, Moment, ich pass mal auf. Ich weiß, es gab im zweiten Teil irgendeinen Raum, wenn man da reinging, wurde man direkt umgebracht. Lotte, wir sollten vermutlich nicht... Ach, ist doch okay. Der sieht ein bisschen aus wie Slenderman oder so. Okay, da steht ein Direktor aus Pappe. Da sitzt ein Direktor aus Pappe hinter dem Tisch. Aber wo ist der echte? Keine Ahnung. Es macht ihn sowieso keiner. Krass, okay. Ist hier was anderes? Nee, ist immer nur der Direktor. Hier sind überall nur weiße Papiere drin. Hier sind blaue und lilane Schülerakten. Oh, Charlotte Wiltshire können wir lesen. Sie ist 15. Sie ist in der Klasse, steht nicht zur Verfügung. Ihre Hobbys sind zu schwänzen und aufzutreten. Okay, ich will alle lesen. Was war da noch? Henrietta Warhol. Ach, ist das... Wer ist... Ist das Andri? Henrietta? Oder verwechsel ich das gerade? Sie ist auf jeden Fall 15. Ach, nicht die Klasse, sondern welches Niveau ihre Noten haben so insgesamt. Und sie hat ein hohes Notenniveau. Und ihre Hobbys sind die sozialen Netzwerke und Zeichnen. Sehr schön. Dann haben wir noch Henry Warhol. Der ist 12. Er ist ziemlich schlecht. Er prokrastiniert gerne und mag Handyspiele. Ist das quasi ihr Bruder? Ich bin mir jetzt gerade unsicher, ob Andri Henrietta ist. Okay, hier sind auch nur weiße Seiten. Die Papiere in diesen Schubladen sind alle im A5-Format. Also die Hälfte von A4. Hier sind gelbe und orangene Schülerakten. Scarlett Ayler. 16.
Sie ist so mittelmäßig und sie mag Gedichte und zu lesen. War Scarlett nicht die, die uns auf dem Dach erwischt hat? Ich glaube, oder? Die Schülersprecherin. Hm, das ist seltsam. Was denn? Schau mal, ich dachte, Ayla wäre so eine gute Schülerin. Aber hier steht, ihre Noten wären nur mittelmäßig. Vielleicht ist sie gar nicht so schlau, wie wir dachten. Wie lustig wäre das denn? Ja, stimmt. Aha, also ist sie das tatsächlich gewesen. Ich dachte nämlich auch, da müsste sie ja eigentlich ziemlich gut sein und ziemlich gute Noten haben, aber das passt tatsächlich dann nicht so gut zusammen. So, Mädchen B. 15, mittelmäßig und sie zeichnet gerne, aber sie ist ja auch leider schon tot, ne? Und Vincent, 16, sehr gute Noten und schreibt gerne. Und hier ist alles im B5-Format. Okay, das war ja sehr interessant hier auf jeden Fall. Die. Okay, die sagen alle das Gleiche. Dann gehen wir jetzt erstmal auf 2F. Oh! Miss Wiltshire. Hi, Klassensprecherin. Wieso. Wieso ehrt mich Miss Perfect mit ihrer Anwesenheit so ganz plötzlich? Ich behalte dich im Auge. Ich habe nichts Illegales getan. Wirklich nicht? Was ist mit dir? Was ist mit deiner White Society-Aktivität? Was ist damit? Wie ich schon sagte, ich habe keine einzige Regel gebrochen. Und auch nicht ihre Mitglieder. Das solltest du doch am besten wissen, richtig? Richtig. Lass uns gehen, Henri. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten, okay, Miss Ayler? Gibt es etwas, was du noch brauchst? Nein, nichts. Ah, hier ist die Kantine, oder? Da in der Mitte? Da würde ich ja gerne als letztes eigentlich hin. Das ist mein Klassenzimmer. Ich guck mal noch kurz, hier oben. Was hatten wir denn hier? Okay, Moment. Das hier ist, glaube ich, neu. Ich liebe deine Auftritte so sehr. Danke, dass du für uns einstehst. Haha, danke. Wer bitte steht für dich? Nee, wie sagt man das? Wer stärkt euch den Rücken? Ich foltere doch nur Leute für zu meinem eigenen Vergnügen. Hahaha. Oh Gott, das ist so gruselig. Was ist nur mit ihr geschehen? Oh, was ist das da? Eine verlassene Spritze liegt auf dem Boden. Da sind immer noch ein paar Tropfen Droge im Inneren. Ah, sucht euch ein Zimmer, ihr beiden. Technisch gesehen haben sie ja ein Zimmer. Okay, die Regale sind leer. Das ist das Gleiche. Ich glaube, die sind alle leer, die Regale. Und was ist das da? Hier, Bücher wegwerfen, steht auf dem Schild. Die Bücher, die wir akzeptieren, beinhalten Lehrbücher, Bücher, die du gekauft hast, aber nicht gelesen hast. Bücher, von denen du behauptest, sie gelesen zu haben, sie aber nicht gelesen hast. Okay, und so sind alle im Mülleimer gelandet. Hier ist der Rooftop. Ah, da dürfen sie ja nicht hin. Das Badezimmer. Und da darf man... Ah, sie darf nicht mit rein. Ich weiß. Ich habe bereits viele Todesdrohungen erhalten von den Mitgliedern. Tja, das kommt halt davon, wenn deine Daten auf der WSOC-Website eingetragen werden. Ich habe aber keine anderen White Society-Mitglieder kennengelernt außer dich. Ja, natürlich, weil das ja auch anonym ist. Wir müssen ja die Sicherheit unserer Mitglieder gewährleisten. Okay, das hatten wir aber schon. So, dann können wir jetzt zu 2F. Und dann gehen wir in die Kantine. So. Oh, scheint, als hätte der Unterricht aufgehört. Oh. Lass uns Essen holen. Was ist das? Oh, ein Eimer zum Kotzen. Ein Kotzeimer. Oh, dieser Schüler ist damit beschäftigt, in den Eimer zu kotzen. Ugh. Lass mir ihn in Ruhe. Ah, hier kann man sich ein Tablett holen, wo man das Essen dann draufpacken kann. Aber scheinbar nehmen wir das nicht mit. Das ist ein Essensfenster. Ugh, der hier wurde umgeschmissen. Juck, juck, juck. Heutiges Menü, Madensuppe. Dann, wie nennt man das? Das, was im Magen das Essen zersetzt? Magensäure, glaube ich. Und ein Kaugummi. Ein Stück pro Person. Meinst du, diese Namen sind passend gewählt? Naja, das Essen ist eigentlich immer ganz in Ordnung. Daher, nein, eher nicht. Okay, das sind alles diese Kotzeimer. Und auch der hier ist beschäftigt mit Kotzen. Also, so schlecht ist das Essen wirklich nicht. Was ist das hier eigentlich? Fast Food. Henri, kauf mir Chips. Verstanden.
Sour Cream Chips erhalten. Oh, ich mag diesen Geschmack nicht. Aber das ist der einzige Geschmack, den es gibt. Oh. Und er ist auch beschäftigt. Sie scheinen an der Aktivität an sich viel Spaß zu finden. Jupp. Ich habe gehört, es gibt einen ganzen Club, der sich nur dem widmet. Dem Kotzen? Na toll. Wie ist heute das Essen? Danke, ich liebe es. wir gucken mal noch an der anderen Maschine hier. Ah, gesundes Essen. Heute nicht. Ja, und nu? Ist sie aber zufrieden mit dem... mit den Chips? Oder nicht? Okay, ich muss mal ausprobieren. Da. Aha. Keine organischen Stoffe mehr in der neuen Formel dieses Sour Cream Chips. Geil. Ja, wo wollen wir denn jetzt hin? Muss ich hier noch was untersuchen, oder? Ich habe ja jetzt eigentlich alles gehabt. Ich guck mal, ob ich das noch nehmen kann. Nope. Ja, dann müssen wir ja irgendwo scheinbar hin. Ich probiere hier nochmal. Vielleicht wollen wir jetzt doch auf den Roof? Oder Restroom oder White Society? Scheint alles nicht zu funktionieren. Bibliothek waren wir ja schon. Gehen wir nochmal runter, würde ich sagen. Ah, da kommt jemand. Sehr gut. Lotti, da bist du ja. Oh, hi. Hallo. Habt ihr Zeit? Hm, ja, irgendwie schon. Habt ihr irgendwelche Vorschläge? Oh, ich ja. Warum gehen wir nicht zu Anri und lernen heute? Du hast doch nichts dagegen, wenn deine Freunde bei dir vorbeischauen, oder? Oh, natürlich nicht. Ihr könnt alle kommen. Oh, du siehst aber nicht besonders glücklich aus, Anri. Ach, das bildest du dir nur ein. Dann lasst uns gehen. Wieder in dem wunderschönen Aufzug voller Blut. Oh krass, wir sind wirklich bei ihr. Wie cool. Wow, es ist echt dunkel hier. Das ist total gruselig. Wo ist dein Zimmer, Anri? Hinter der Tür dort oben. Aber natürlich interessieren uns erstmal... Die Tür führt ins Badezimmer. Eine Toilette. Da ist ein Lufterfrischer in dem Schrank. Der Spiegel ist dreckig. Ich kann meine Reflexion nicht erkennen. Diese Badewanne ist ziemlich alt. Okay, sieht alles doch arg heruntergekommen aus hier. Das führt in die Küche, aber leider geht sie da nicht rein. Die Tür ist versperrt. Bist du dir sicher, dass du uns nicht verarschst? Das muss doch ein Lagerzimmer sein. Ich krieg schon Beklemmungen, wenn ich nur hier rumstehe. Ich werde auf keinen Fall in diesem Zimmer lernen. Es ist alles, was ich euch anbieten kann. Es tut mir leid. Sag mir bitte nicht, dass du auf dieser Matratze schläfst. Oh, warum holen wir nicht die Drinks? Klassischer Lotti. Ist dir irgendetwas wichtig außer Essen? Beide Mädchen schauen Anri an. Beeil dich, Miss Warhol. Klar. Ich bin sofort zurück. Anri verlässt das Zimmer. Warum durchsuchen wir nicht das Haus, während sie fort ist? Es muss doch ein akzeptables Zimmer geben, richtig? Lasst es uns finden. Oh, okay. Dann untersuchen wir alles. Das sind jede Menge Schulbücher, Papiere und Bilder. Näher anschauen? Ah, die Geschichte der Tintenprinzessin steht auf einem Stück Papier. Wie lahm. Ach, warum musste ich diese NPCs als Begleiter auswählen? Eine alte Matratze. Die stinkt. Du hast wohl Probleme mit deinem Riechvermögen. Da sind jede Menge Dinge in den Schubladen. Und da ist Geld drin. Nein, ich nehme das Geld nicht mit. Mann, es tut mir leid, diese ganzen Entscheidungen, die echt schwer fallen. Na gut, ich werde an der Stelle nochmal einen kleinen Cut machen, meine Lieben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Hello Charlotte Episode 3. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.